Alles verändert sich, das und mehr jetzt im Soundvlog. Und damit herzlich willkommen zum 104. Übetag. Tatsächlich ist meine Kanne schon leer. Ich weiß nicht, wie das kommen konnte. Ich habe halt schon ein bisschen rumgewerkelt und auch ein paar Pimps an diesem Soundvlog vorgenommen. Ihr habt ja schon gemerkt, dass lichttechnisch sich einiges verändert hat. Jetzt habe ich auch soundtechnisch einiges verändert. Und zwar hat mir den Anreiz dazu Moritz Schmidt gegeben. Schönen Gruß an dich. Ich glaube, du hast zum ersten Mal kommentiert. Licht- und klangtechnisch ist bei dir alles super. Da gibt's ganz andere. So. Was mir beim Gitarrespielen sehr geholfen hat, war die Leadgitarre von Sultans of Swing. Okay, das gucke ich mir mal an. Ansonsten wie immer geile Sache und weiter so. Dankeschön. Also, ich habe jetzt soundtechnisch ein paar Modifikationen vorgenommen. Und zwar habe ich jetzt auch wieder mal mein Tablet eingebaut. Ich benutze hier Mira. Kennt ihr diese App? Die ist nicht ganz billig, aber die ist cool. Zum Beispiel sieht man hier meinen Pegel. Seht ihr das? Ja, ne? So, und jetzt spiele ich mal einen Ton. Ja, das ist jetzt mein Standardton. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, zack, dann habe ich Hall und Delay drauf und ein bisschen mehr Distortion. Wenn ich also ein Solo mache, nehme ich das, ne? Oder hier den hier, ne? Wie war der nochmal? So, ne? Oder halt clean. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, das nachzubearbeiten. Dafür höre ich aber jetzt genau den Sound, den ihr auch hört. Das war bisher nicht so. Ich habe das immer relativ leise nur gehört, zum Monitoring praktisch, um einfach sicherzustellen, dass die Aufnahme auch wirklich funktioniert. Jetzt in dem Fall habe ich also genau die Verzerrung und so, die auch bei euch aus den Boxen kommt, weil ich nämlich gemerkt habe, okay, wenn ich soliere oder so, dann verändert sich der Charakter ganz schön, wenn ich halt noch ein bisschen Helden-Delay und Heldenverzerrung drin habe, sodass ich damit auch ganz gerne halt hin und wieder mal üben möchte. So, apropos, ich bin mal wieder fleißig bestückt worden von Hosenrolle 1 und zwar, das freut mich besonders, ganz aktuell zum gestrigen Video, der hat sich quasi mein Video angeschaut, sofort dieses kleine Videotutorial aufgenommen und mir geschickt und ich kann es heute sofort mir angucken. Besser geht's eigentlich nicht. Schauen wir mal, was er mir so auf den Weg gibt. Ist wieder sehr leise. Ich glaube, ihr hört das null. Ich habe nämlich gar nicht die... Das habe ich noch nicht eingebaut. Aber was... Okay, ich weiß, was er mir zeigen will. Okay, cool. Und zwar habe ich nämlich einen Lick versucht zu üben. Und zwar, so, das war, glaube ich, auf der Quarte. So, hier. Und da wollte ich so... So ein Doppelvorschlag, oder wie das heißt. So ein Umspieler, ne? Wie spielt er den? Da da dam da. Genau, er pickt auf jeden Fall alles. Ich glaube so, ne? Guter Tipp, danke dafür. Das kann ich jetzt einfach mal ein bisschen üben. So, und jetzt würde ich ganz gerne noch ein Pull-Off auch da einbauen. Dass das hier ohne Picking funktioniert. Nervt ganz schön, ne? Wenn man das übt, dann will man nicht so viel Hall und Delay drauf haben. Jetzt gerade Frage ist, ob er den Zeigefinger drauf lässt. Nee, ne, das macht er nicht. Ja, jetzt ist er schon durch. Jetzt zockt er hier schon.
Interessant. Also du hast den Zeigefinger gar nicht dran. Und du hast auch den Daumen gar nicht drüber hängen, sondern hinten. Aber das werde ich nicht machen. Witzig, dass ich bei meinen Pull-Offs nicht die H-Seite anschlage, die ist nämlich hier ein bisschen abgedämpft vom Zeigefinger, sondern die hohe E-Seite. Jetzt geht's. Theoretisch kann man das wirklich nur mit der linken Hand üben, weil ja durch den Pull-Off und den Hammer-On eigentlich genug Energie da ist für diesen, wie nennt man das, Slide? Das ist ein Slide eigentlich, ne? Da muss ich aber wirklich den Zeigefinger lassen, anders geht's nicht. Sonst bin ich zu langsam. Den letzten würde ich wieder picken. Das ist irgendwie schöner. Übrigens hat mir noch jemand einen interessanten Hinweis zu meiner Frisur geschrieben. Oder war das irgendwas Ausführlicheres? Ach nee, nur Thaddeus hat mir noch geschrieben, Klaus hat die Haare kurz. Das fällt mir auch jedes Mal auf, wenn ich mich in meinem Viewfinder hier angucke in der Kamera. Oder auch, wenn ich vorm Spiegel meine Haare style. Ich bin immer so gewohnt, irgendwie so viel Haarwachs zu nehmen und stelle dann fest, dass ja nur noch die Hälfte der Haare auf meinem Kopf ist und dass ich viel zu viel habe. Das führt dann dazu, dass meine Haare so einen unheimlichen Wet-Look auch noch haben. Man hat da so Gewohnheit. Man hat auch immer die gleiche Menge an Shampoo. Wenn man aber dann frisch vom Friseur kommt, dann hat man viel zu viel. Da muss man sich erstmal wieder, ist eigentlich viel sparsamer, kurze Haare zu haben. Dann muss man auch nicht so lange föhnen und alles, ne? Oder die muss ich gar nicht föhnen. Hat nur Vorteile. Außerdem kann ich jetzt bis Weihnachten die Haare wachsen lassen, muss nicht zum Friseur gehen und kann dann irgendwann gemütlich im Januar mal wieder mich aufmachen. Genau das war auch das, was ich der Friseurin gesagt habe. Das muss jetzt bis Weihnachten halten. Aber ich fühle mich tatsächlich ein bisschen kastriert mit der Frisur, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass ich keinen Fernsehjob jetzt noch habe in diesem Jahr. Das war auch tatsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, kann ruhig ein bisschen kürzer sein. Sonst muss ich ja jetzt ein bisschen aufpassen, dass meine Haare nicht so völlig unterschiedliche Haarlängen haben, ne? So, okay. Ich würde sagen, ach so, wie heißt denn dieses eine Lied? Das wollte ich eigentlich vorher nachgeguckt haben, wie das heißt. Naja, vergessen. Gucken wir mal, was es noch so für Blues-Backing-Tracks gibt. Wir nehmen mal irgendeinen anderen, damit wir einfach eine neue Facette haben. Das muss ich leider im Post drunter legen. Aber, also hier, das, was hier aus dem Rechner kommt, soweit war ich jetzt noch nicht. Blues, Funk, Guitar, Backing Track, B Minor. Das ist doch super. Okay, und die Verzerrung geht los. Thank you.
Spaß gemacht, mal wieder. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Bandings habe ich viel, viel besser eingebaut als gestern noch. Ich bin auch etwas sparsamer damit umgegangen, weil ich sie jetzt vielleicht auch nicht so ganz, so ganz hauptsächlich geübt habe, sondern ich habe mir jetzt eigentlich gar nichts vorgenommen, was ich jetzt speziell üben wollte, außer dieses eine Ding hier. Schon wieder vergessen, wo das war. Dieses Da-da-da-da-dum, das klappt aber noch nicht so richtig. Mir ist auch aufgefallen, so ein, zweimal habe ich es hingekriegt, aus einem Fehler, also aus einem falschen Bund, irgendwie eine Idee zu konstruieren. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen, insbesondere dann, habe ich noch diese Krankheit, dass ich mich hier an dieser Bundmarkierung orientiere, die seht ihr auch hier in der Mitte. Dann gehe ich runter, so, das passt ja noch, das passt auch noch, aber wenn wir mich mit einer... Genau, nehmen wir mal hier den Grundton H. Ja, dann haben wir hier A, ne? Ja. Zum Beispiel der passt dann schon nicht, ne? Und dann gehe ich aber trotzdem aus Versehen mal hier drauf. Oder vielleicht gibt es noch eine andere Seite, wo das... Wo war das denn? Ah ja, genau. Hier auf der G-Seite ist das ganz extrem. Die passen beide, die sind auch beide auf Bundmarkierungen, aber... Der passt nicht, der passt auch nicht. Ne? Und dann passiert es schon mal, dass ich aus Versehen hier hingehe, weil ich mich von diesen Punkten so angezogen fühle. Ja? Und genauso in die andere Richtung, da passiert es manchmal, dass ich irgendwie einen Bund zu kurz oder einen Bund zu weit hochgehe, als ich mir eigentlich so überlegt habe. So, ich habe auch versucht, ein bisschen skalenmäßig mal, also dass ich... Das hat nicht so richtig funktioniert, wie ihr jetzt auch schon gemerkt habt, aber mal aus der Pentatonik eine dorische Skala zu basteln, finde ich ganz spannend. Da hat man einfach, wenn man das Gefühl hat, so ein bisschen mehr Farbe reinbringen zu wollen, dann kann man auf diese dorischen Töne nochmal so ein bisschen ausweichen. Lass uns das nochmal versuchen. Also Pentatonik ist klar. Das sind erstmal die. So, und angereichert jetzt mit der Mollskala. Einen ersten Tetrakord sozusagen abgehakt, wobei der hier ja schon abgehakt ist. So, und dann geht's mit der Pentatonik weiter. Das sind nur noch die hier. So, und genau, hier hätten wir einmal die dorische Sechste. Keine Ahnung, ob ich die hier spielen soll oder da. Ich finde es, glaube ich, hier angenehmer. Entweder so oder ich slide auch hier wieder. Machen wir das mal mit diesem Slide. Dann geht's weiter. So, hier hätten wir jetzt schon die Mollterz. Da fehlt jetzt noch die Sekunde. Da muss ich jetzt tatsächlich schon so ein bisschen spreizen hier und stretchen. Ach nee, hier nicht. Nochmal. Also einmal hier, das muss ich, diesen Stretch muss ich machen, aber der zweite war überflüssig. Also hier funktioniert ja dieser... dieses Bending, ne? Wenn ich von der 7 in den Grundton reinslide. Ich habe gerade überlegt, ob das auch mit der dorischen Sechste geht. Also man kann natürlich in die 7 reinsliden, aber von der dorischen Sechsten in den Grundton, da muss ich schon hier die anderen Saiten ordentlich mitnehmen. Das sieht ungesund aus. Kann man das machen? Wieder mal eine Frage an die Erfahrenen unter euch, weil die anderen Saiten, ich muss jetzt unter die anderen Saiten durchgehen. Naja, also ob das so gesund ist, dann bleibe ich lieber. Mache ich lieber nur ein Ganzton-Bending und kein kleines Terz-Bending, ne? So weit, so gut. Okay, ist mir sonst noch was aufgefallen beim Improvisieren?
Nö, eigentlich nicht. Aber das ist ja auch schon mal einiges. Wir machen heute schon mal ein bisschen früher Schluss. Ja, jetzt haben wir so eine kleine schwungvolle Lesson hier eingelegt. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich habe schon so lange hier an diesen ganzen Audio-Optimierungen rumgedoktert, sodass ich denke, das muss jetzt mal, vielleicht hat ja gar nichts geklappt, vielleicht hört ihr die ganze Zeit den Kameraton, weil das hier die ganze Aufzeichnung nicht funktioniert hat, weiß man jetzt noch nicht. Also ich weiß es noch nicht. Ihr wisst es schon, ich verabschiede mich bei euch und begrüße euch morgen wieder, wo wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr spielen. Bis dahin, macht's gut.